eine Kleinstadt in Nordwestbosnien. Früher ethnisch gemischt, dann von den Serben erobert, jetzt fast ausschließlich von Muslimen bewohnt. Wir begleiten den Österreicher Martin Fischer. Während des Krieges hat er 8000 Flüchtlinge aus Bosnien evakuiert. 6000 fanden Aufnahme in deutschen Gastfamilien. Den Krieg überleben, heißt Fischers Bürgerinitiative. Sie wird immer noch gebraucht. Unter anderem hilft sie jetzt Bosniern, die freiwillig zurückkehren. Martin Fischer kommt immer wieder vorbei, um zu sehen, wie es ihnen geht. Sedija und ihren Mann Ismet hat er im Frühjahr aus Ungarn zurückgebracht. Ihr Haus in Sanski Most war beschädigt, aber immerhin bewohnbar. Ismet hat in seiner Garage eine kleine Autowerkstatt eingerichtet. Er war gezwungen, etwas Neues anzufangen. Im Kohlebergwerk, wo er früher gearbeitet hat, gingen durch den Krieg fast alle Arbeitsplätze verloren. Hat er seine Entscheidung, zurückzukommen, schon einmal bereut? Nein, es geht uns eigentlich ganz gut. Jeden Tag ein bisschen besser. Heute besser als gestern und morgen besser als heute. Die Hauptsache ist doch, dass wir wieder frei leben können, in unseren eigenen vier Wänden. Und es gibt wirklich viel zu tun hier. Da wird jeder gebraucht. Nur wenige Rückkehrer bekommen humanitäre Hilfe vom bosnischen Staat. Die meisten sind weiterhin auf Geld- und Care-Pakete aus dem Ausland angewiesen. Warum ist es nötig, solche Pakete immer noch hierher zu bringen, die Rückkehrer so zu unterstützen? Weil ich feststellen musste, dass alle, die zum Teil seit 8 Monaten hier, noch kein einziges Mal humanitäre Hilfe bekommen haben. Dass selbst die Leute, die in der glücklichen Lage sind, Arbeit gefunden zu haben, zwar arbeiten dürfen, aber es mit der Bezahlung hapert. Wir hatten zum Beispiel der Mann von Frau Burnitsch, die eben ein Paket bekommen hatte, ist seit 8 Monaten in Arbeit, hat erst 2-mal einen Lohn erhalten von je 150 Mark und davon lässt sich natürlich nicht leben. Und diese Pakete sind natürlich auch nicht ausreichend, die sind nur ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und wir haben natürlich auch viel zu wenige Pakete, die wir aus Deutschland erhalten. Wir könnten viel mehr gebrauchen. Im Bezirk Sanski Most leben heute, ein Jahr nach Dayton, wieder 50.000 Menschen. 2/3 davon Vertriebene aus anderen Teilen Bosniens. Wer keine Verwandte im Ausland hat, ist arm, bitterarm. Rückkehrer und Dagebliebene konkurrieren nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch um Wohnraum. Martin Fischer schaut nach der Wohnung eines Flüchtlings, der noch in Deutschland lebt. Guten Tag, ich suche Wohnung Nummer 24. Ist das hier? Ja. Mich schickt jemand, der vor dem Krieg hier gewohnt hat und jetzt gern nach Sanski Most zurück möchte. Offensichtlich ist die Wohnung besetzt. Ja, die Wohnung ist besetzt. Wir werden notfalls auch vor Gericht gehen. Sie für Ihre Interessen, wir für unsere. Jeder kämpft für seine Interessen. Immerhin hat der Mann 20 Jahre hier gelebt und er wäre sehr glücklich, wenn er in seine Wohnung zurück könnte. Sagen Sie den Leuten, es interessiert mich überhaupt nicht, wie lange jemand mal hier gewohnt hat. Aber das sind auch Muslime. Das ist ja keine Wohnung, in der früher Serben waren. Wenn ich raus könnte aus diesem Land, ich würde nie zurückkommen, niemals. Ja, dann entschuldigen Sie die Störung. Schon gut. Ich vertrete meine Sache und Sie Ihre. Rückfrage im Rathaus. Die Stadtoberen von Sanski Most werben um Rückkehrer, vor allem um junge Leute. Kann der Mann nun in seine alte Wohnung zurück oder nicht? Wenn die Wohnung im Moment besetzt ist, müssen wir erst eine Lösung finden. Irgendwo bringen wir ihn schon unter. Aber Sie erwarten doch nicht, dass ich die Menschen einfach hier vor dem Rathaus ablade. Dann müssen Sie sie eben in Deutschland behalten. Ich sage Ihnen doch, wir haben noch keinen auf der Straße sitzen lassen. Im Rathaus erfährt Martin Fischer, dass vor 8 Tagen die ersten zwangsrückgeführten Flüchtlinge aus Deutschland eingetroffen sind. In einem Vorort findet er Nora. Als Alleinstehende gehört sie zu den Ersten, die gehen müssen. Nora hat nicht gefragt, nicht geklagt, sondern aus Angst einfach den nächsten Bus genommen. In Sanski Most ist sie gelandet, weil hier ein entfernter Verwandter lebt.
Der hat für sie zwei Zimmer gefunden, ohne Bad und ohne Toilette. Den kleinen Ofen hier habe ich mir geliehen, damit ich wenigstens ein bisschen heizen und kochen kann. Hier, damit decke ich mich zu. Ich habe kein Kissen und kein Bettzeug, keine Decke, gar nichts. Aber ein bisschen Kaffee habe ich für uns. Laut Datenvertrag hat Nora das Recht, in ihren alten Heimatort Bosanski Novi zurückzukehren. Doch der liegt jetzt im serbischen Gebiet. Und keiner garantiert dort für die Sicherheit einer Muslimin. Martin Fischer kann nur wenigen helfen. In Sanski Most leben viele, um die sich keiner kümmert. Menschen wie Fatima, die im Krieg nicht nur ihre alte Heimat verloren hat, sondern auch ihre nächsten Angehörigen. Auch Fatima lebt seit Jahren in Notquartieren. Dabei liegt ihr Heimatdorf Kadirici nur wenige Kilometer entfernt. Es wurde gleich im ersten Kriegssommer von serbischen Truppen verwüstet. Ausländische Organisationen lieferten vor kurzem Material für den Wiederaufbau. Doch aus Kadirici haben fast nur Frauen überlebt und kaum eine ist bislang zurückgekehrt. Fatima war eine Ausnahme. Bis zum Wintereinbruch hat sie wieder in ihrem halb zerstörten Haus ausgeharrt. Ohne Wasser, ohne Strom, ohne Fenster, ohne Türen. Auch jetzt kommt die 45-Jährige fast täglich aus Sanski Most herauf, wegen der Hühner, ihrem einzigen Besitz. Aber eigentlich, weil sie immer noch hofft auf ein Lebenszeichen von Mann und Söhnen. Alle drei wurden von serbischen Truppen verschleppt. Zwölf Männer aus unserem Dorf sind spurlos verschwunden. Aus dem Haus dort oben fehlt einer, aus dem da drüben zwei, dann meine drei, wie Sie wissen. In dem Haus da unten wurden einer Mutter beide Kinder genommen, Junge und Mädchen. Den Nachbarn da drüben gibt es auch nicht mehr. Aus dem Haus da hinten fehlen zwei. Und die Tragödie ist noch nicht zu Ende. Da drüben haben zwei Brüder den Krieg überlebt. Nun ist der eine vor ein paar Tagen auf eine Mine getreten. Auch der andere ist kürzlich gestorben. Nur wir Frauen sind übrig geblieben. Und was sollen wir hier alleine? Es ist schwer, wie soll es weitergehen? Ob noch einer zurückkommt? An der Brücke unterhalb des Dorfes wurden inzwischen drei Massengräber ausgehoben. 123 Leichen hat man geborgen. Fatima stand tagelang dabei. Aber ihr Mann und ihre Kinder wurden nicht gefunden. Jeden Tag kommt sie an der Stelle vorbei, wo ihr Ältester vor ihren Augen zusammengetreten wurde. Anführer der Serben war sein eigener Schuldirektor. Fatima hat ihn angezeigt, aber er ist unauffindbar. Ja, richtig, wir haben jetzt Frieden, aber ich kann mich an diesen Gedanken nur schwer gewöhnen. Solange ich nicht weiß, wo meine Kinder sind. Dieser Frieden bedeutet mir nichts.